Herzlich willkommen bei Qbricks. Qbricks bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für die komplexe Organisation, Verwaltung und Auswertung Ihrer Daten. Damit Sie unsere Plattform optimal nutzen können, stellen wir Ihnen in diesem Video die Benutzeroberfläche zusammen mit allen wichtigen Funktionen vor. Wie genau Sie die einzelnen Optionen, die Ihnen Qbricks bietet, optimal nutzen können, erfahren Sie in den einzelnen Beiträgen unseres Helpcenters. Nun geht es erst einmal darum, einen Überblick über alle Funktionen zu bekommen. Die globale Menüleiste befindet sich am oberen Rand der Website. Hier legen Sie Filter und Einstellungen fest, die alle Bereiche in Qbricks gleichermaßen betreffen. Schauen wir uns die einzelnen Elemente der Menüleiste nacheinander an. Über das Qbricks-Logo gelangen Sie immer wieder zurück zu Ihrer persönlichen Startseite, dem User-Dashboard. Wählen Sie Dashboard aus, öffnet sich eine Übersicht aller Apps. Hier können Sie zwischen allen Bereichen in Qbricks hin und her wechseln. Mehr zu den einzelnen Apps erfahren Sie gleich. Rechts daneben legen Sie den globalen Zeitfilter fest, der die ausgewerteten Daten um den gewählten Zeitraum eingrenzt. Standardmäßig werden Ihnen die Daten, Meldungen und Vorgänge der letzten 30 Tage angezeigt. Sie können entweder aus einer Auswahl von Zeiträumen wählen, selbstständig einen Zeitraum bestimmen oder mit den Pfeilen um die gewählte Zeit zurück oder nach vorne springen. Weiter rechts befindet sich die Facility-Suche. In der Suchleiste können Sie jede Facility Ihres Accounts suchen und als globalen Facility-Filter festlegen, der sich genauso wie der Zeitfilter auf alle Bereiche auswirkt. Sie sehen dann immer alle Informationen Ihrer gewählten Facility und deren untergeordneter Facilities. Kommen wir nun zu den einzelnen Symbolen. Ein Klick auf das Glockensymbol öffnet Ihre Benachrichtigung. Diese informieren Sie über wichtige Ereignisse in Qbricks, wie zum Beispiel Updates an abonnierten Meldungen oder bei Vorgängen. Daneben können Sie Ihren Account wechseln, wenn Sie mehrere zur Verfügung haben. Bei Ihrem Benutzerprofil nehmen Sie persönliche Einstellungen vor und ändern Ihre Benachrichtigungskonfiguration für Vorgänge und Meldungsabonnements. Klicken Sie den kleinen Globus an, um Ihre Sprache für Qbricks zu ändern. Über das Fragezeichen gelangen Sie zum Helpcenter und dem Supportbereich. Im Helpcenter finden Sie hilfreiche Beiträge und Videos zu allen Funktionen in Qbricks. Klicken Sie auf Support kontaktieren, um sich mit Ihren Fragen direkt an uns zu wenden. Kommen wir als nächstes zu den Apps, den wichtigsten Bereichen in Qbricks. Die App-Übersicht befindet sich, wie bereits erwähnt, rechts neben dem Qbricks-Logo. Ihnen wird immer die Seite angezeigt, auf der Sie sich gerade befinden. Mit einem Klick klappt die Übersicht aus. Das erste, was Sie von Qbricks nach dem Login sehen, ist das User-Dashboard, Ihre persönliche Startseite. Diese können Sie komplett individuell gestalten, denn es ist userabhängig und daher nur für Sie selbst sichtbar. Hier können Sie sich genau das anzeigen lassen, was Ihnen wichtig ist. Dazu gehören Ihre persönlichen Auswertungen, Widgets aus Facilities und zusätzliche Module wie unserem Twitter-Feed. Persönliche Auswertungen erstellen Sie in der passenden App. Hier haben Sie die Möglichkeit, Diagramme, Tabellen und Datenpunkte ganz nach Ihren Vorlieben zu gestalten und so individuelle Datenanalysen zu erstellen. Diese sind ebenfalls nur für Sie sichtbar. Vorgänge sind das Ticketsystem von Qbricks. Wartung, Störung oder andere Aufgaben können in Facilities angelegt und im Anschluss bearbeitet werden. Im Vorgangscenter können Sie sich die Vorgänge all Ihrer Facilities anzeigen lassen und diese nach Belieben bearbeiten und verwalten. Im Meldungscenter werden Ihnen die Meldungen all Ihrer Facilities und Accounts angezeigt. Meldungen weisen Sie auf wichtige Ereignisse hin. Wenn also zum Beispiel eine Störung oder Grenzwertüberschreitung vorliegt, dann erfahren Sie das als erstes über eine Meldung. Mit einem Klick auf Verwaltung gelangen Sie zum Administrationsbereich. Hier sehen Sie den Status Ihrer Datenquellen, Zeitreihen und Facilities und können diese verwalten. Außerdem ist es möglich, Tasks für regelmäßige Berichte anzulegen. Die letzte App beinhaltet den wohl wichtigsten Teil von Qbricks, die Facilities. Hier sind all Ihre Facilities wie Standorte oder Zähler untergebracht, zusammen mit den passenden Datenpunkten, Vorgängen, Meldungen und mehr. Schauen wir uns die Übersicht und die Facility-Menüleiste genauer an. Auf der linken Seite befindet sich die Facility-Übersicht. Hier werden Ihnen alle Facilities Ihres gewählten Accounts in einer Liste angezeigt. Da es sich dabei um sehr viele Facilities handeln kann, haben wir mehrere Filtermöglichkeiten eingebaut, um Ihnen dabei zu helfen, genau das zu finden, was Sie suchen. Ein Klick auf Alle Facilities öffnet eine Übersicht Ihrer Facility-Kategorien. Wählen Sie eine Kategorie aus, dann werden Ihnen nur noch Facilities angezeigt, die zu dieser Kategorie gehören. Sie wollen die Auswahl noch weiter eingrenzen? Über das Suchfeld oder den globalen Filter können Sie zusätzlich nach Facilities suchen. Jede Facility kann außerdem als Filter festgelegt werden. Hovert man kurz mit der Maus über der gewünschten Facility, erscheint an der rechten Seite das Filtersymbol.
Klicken Sie darauf, um die Facility als globalen Filter festzulegen, der im Anschluss in der globalen Menüleiste erscheint. Die Übersicht kann sowohl fest angezeigt als auch eingeklappt werden, um mehr Platz für das Dashboard und die dazugehörigen Auswertungen zu schaffen. Kommen wir nun zu den einzelnen Elementen der Facility-Menüleiste. Das Facility-Dashboard ist die Übersichtsseite einer Facility. Hier werden Ihnen in Form von vielfältigen Widgets, Auswertung Ihrer Daten und andere wichtige Informationen angezeigt. Jedes Facility-Dashboard ist einzeln anpassbar. Unter Eigenschaften sehen Sie die Eckdaten Ihrer Facility. Einige dieser Angaben, wie beispielsweise die Verkaufsfläche oder der Energiepreis, können zusammen mit Datenpunkten für Auswertungen benutzt werden. Die Vorgänge und Meldungen der ausgewählten Facility werden Ihnen unter den passenden Menüpunkten angezeigt. Im nächsten Unterpunkt sehen Sie die Datenpunkte Ihrer Facility. Diese dienen als Grundlage für die Auswertung Ihrer Daten. Sie haben die Möglichkeit, neue Datenpunkte anzulegen, bestehende zu bearbeiten und Daten zu importieren. In der Hierarchie können Sie nachvollziehen, welche Facilities Ihrer ausgewählten Facility untergeordnet sind. Sie haben die Möglichkeit, Dateien an Facilities beim Menüpunkt Dokumente zu hinterlegen. Andere Nutzer können diese Dokumente im Anschluss herunterladen. Hochgeladene Bilder werden außerdem automatisch dem Galerie-Widget hinzugefügt. Berichte liefern Ihnen kompakte Informationen über Ihre Facility in Form einer PDF. Sie können diese entweder manuell downloaden oder sich in festgelegten Intervallen per E-Mail zuschicken lassen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Mithilfe von Webressourcen können Sie Websites und netzwerkfähige Geräte über einen Proxy-Server abrufen. So erreichen Sie ohne große Umwege Websites und Funktionen, wie zum Beispiel die lokale Gebäudeleittechnik, auf welche Sie sonst keinen direkten Zugriff hätten. Damit endet die Einführung in die Benutzeroberfläche von Qbrix. In unserem Helpcenter finden Sie hilfreiche Texte und Videos zu allen vorgestellten Kategorien und Funktionen. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren. Viel Erfolg beim Navigieren wünscht Ihnen Ihr Qbrix-Team.